Seit 3 Tagen sitzen die 3 Herren, Jonathan, Mauritius und Butler Basti, nun in ihrer Zelle. In der Zeit vor Weihnachten hat niemand Interesse für sie gezeigt. Die Richter haben genügend zu tun und kein Problem damit, die Straftäter über die Feiertage versauern zu lassen. Selbst Madame Smythe hat ihnen keinen Besuch gestattet. Der Schneefall hat stark zugenommen und die gesunkenen Temperaturen machen auch in 20 Quadratmetern keinen Spaß. Ich frage mich, wo Larissa ist. Hat sie uns einfach verlassen? Ja, John, so ist das mit den Frauen. Kein Verlass. Deswegen lebe ich auch allein. Ach, deswegen. Und außerdem ist es doch gar nicht so schlimm, dass wir Weihnachten hier verbringen. Heiligabend wird sowieso eine riesige Enttäuschung unter den Weihnachtsmann. Und mit euch beiden, John, Butler Basti, habe ich doch ohnehin meine besten Freunde bei mir, nicht wahr? Jawohl, Sir. Bring mich um. Die schwere Tür zu den Zellen öffnet sich, der Polizist tritt ein und zeigt auf die Zelle der 3. Das sind die 3. Madame Smythe betritt den Raum mit großen Augen, als sie Jonathan sieht. Ja, genau, das sind sie. Und die Kaution haben sie dabei? Butler Nicholas, der Angestellte des Lord Bridge, folgt in den Raum und schüttelt enttäuscht den Kopf, als er die Inhaftierten in ihrer Zelle kauern sieht. Bis auf das letzte Pfund. Nun lassen Sie die Nichtsnutze frei. Einen Moment noch. Lassen Sie mich nachzählen. Selbstverständlich. Der Polizist zieht sich zurück und lässt Madame Smythe und Butler Nicholas mit den 3 Herren allein. Der Butler geht fluchend vor die Gitterstäbe. Na, das haben Sie ja fantastisch hinbekommen, Jonathan. Sie haben eine klare Anweisung bekommen. Niemand sollte in den Aktivitäten von Sir Mutes verletzt werden. Und jetzt 2 Tote. Nennen Sie das Erfolg? Nein! Aber dann gelingt es ihnen obendrauf, noch verhaftet zu werden, aufgrund eines Einbruchs in eine Kirche, eine Parfümerie und die Entführung eines Minderjährigen? Nennen Sie das Erfolg? Wir brauchen... Schweigen Sie! Ich will nichts mehr hören. Sie können froh sein, dass Madame Smythe mich umgehend informiert hat und mein Lord Bridge die Güte hat, sie freizukaufen. Sir Bridge? Was haben Sie sich überhaupt bei diesem Schlamassel gedacht? Wir haben versucht, einen Nachfolger des Weihnachtsmanns zu schaffen. Einen was? Unter ungünstigen Umständen ist der Echte leider ums Leben gekommen. Sie glauben nicht wirklich an den Weihnachtsmann, oder? Ist auch egal. Der Polizist betritt erneut den Raum, diesmal mit einem Schlüsselbund in der Hand. Sind Sie sicher? Ja, leider. Die Zelle wird aufgeschlossen und die 3 Herren zurück in die Freiheit entlassen. Als diese nach 3 Tagen das erste Mal wieder das grelle Sonnenlicht erblicken, müssen sie ihre Augen zukneifen. Folgen Sie mir. Die Truppe, bestehend aus Jonathan Ocean, Larissa Smythe, Mauritius Robert Mutes, Butler Basti und Butler Nicholas, laufen durch die verschneiten Straßen Manchesters. Der Sonnenstand lässt auf einen späten Nachmittag schätzen. Wo gehen wir denn hin? Zu Sir Mutes. Einverstanden. Basti, haben wir genügend Gästebetten? Selbstverständlich, Sir. Dutzende unbenutzte. John, geht's dir gut? So mittel. Dir? Ging schon besser. Danke, dass du uns rausgeholt hast. Dank nicht mir, dank Sir Bridge. Ich schreibe ihm einen netten Brief, wenn wir im Warmen sind. Ich glaube, das musst du gar nicht. Wieso? Du wirst schon sehen. Etwa eine halbe Stunde laufen die 5 auf den glatten Straßen und erblicken dabei immer wieder glückliche Kinder, die sich in Schneeballschlachten schlagen und weiße Schneemänner bauen. In den Fenstern immer wieder geschmückte Tannenbäume. Heute Abend wird es viele Enttäuschungen geben. Wahrscheinlich, ja. Davon ist auszugehen. Kann man nix machen. Das kann nicht wirklich der Ernst von Ihnen sein, oder? Warum? Ist egal, wir sind da. Würden Sie aufschließen? Selbstverständlich. Basti, schließen Sie auf. Natürlich, Sir. Erschöpft tritt die Truppe in das mittlerweile bekannte Anwesen ein und schleichen durch das Foyer, dem Eingangsflur, das große Wohnzimmer ein. Im Kamin prasselt ein warmes Feuer und der Geruch von Zimt und Zucker liegt in der Luft. Inmitten des Raumes steht ein prachtvoll geschmückter Tannenbaum mit Geschenken darunter. John, Smythe, Basti und Mutes kommen aus dem Staunen kaum noch mehr raus. Wie ist das möglich? Er ist doch tot. Was zur Hölle? Butler Basti, waren Sie das? Wie denn, Sir? Wir saßen in der gleichen Zelle. Hinter dem Tannenbaum tritt ein Mann schweren Gemüts hervor. Er ist gekleidet in einem dunklen, stolzen Mantel und trägt einen hervorstechenden Zylinder auf dem Kopf. Internationaler Handelsmeister und der größte Immobilienbesitzer ganz Englands.
bekannt aus Funk und Fernsehen und großzügiger Veranstalter des heutigen Abends, Thomas C. Bridge. Empörung tut sich in Sir Mutes auf. Sir Bridge? Was? Butler Basti, schnell, stellen Sie mich auch vor. Aber bitte, das ist doch nicht notwendig, Sir Mutes. Wir kennen uns doch gut genug. Jetzt machen Sie schon. Sir Mutes schubst Butler Basti leicht von hinten, sodass dieser beinahe hinfällt. Ja. Dies ist Sir Mutes. Ein großer Name, wenn es um Marzipan geht. Und er besitzt großen Reichtum. Und ihm gehört das Haus. Doch nicht so. Sir Bridge schmunzelt einen Moment. Nun beruhigen Sie sich, Sir Mutes. Ich will Ihnen nichts Böses. Und auch Ihnen, Madam Smite und Sir John, möchte ich heute Abend kein Haar krümmen. Schließlich ist es doch Heiligabend. Ich muss offenbar eine Sache aufklären. Es gab nie, gibt keinen und wird nie einen echten Weihnachtsmann geben. Was sagen Sie? Und wen hat mein Lord dann erschossen? Einen unglücklichen Darsteller. Oh, ein Glück. Nein, Sie verstehen nicht. Der Weihnachtsmann ist ein Märchen und war niemals real. Verwirrung bricht in den Gläubigen aus. Sir Bridge, die Zeit ist vorangeschritten. Es ist soweit. Soweit wofür? Na, für die Bescherung, schauen Sie. Lord Bridge verweist auf die Geschenke unter dem hübschen Baum. Bei genauerer Betrachtung ist für jeden Anwesenden ein Geschenk vorhanden. Jeder schnappt sich seins und öffnet es. Das ist eine Karte? Wie versprochen, Madam. Für Ihre Hilfe habe ich Ihnen Ihren Lord Sascha versprochen. Sehen Sie die Markierung? Ja, natürlich. Was finde ich dort? Das ist der letzte Aufenthaltsort, von dem ich weiß. Viel Glück. Danke. Und Jonathan, wissen Sie noch, was ich Ihnen versprochen habe? Nur Geld, oder? Genau. Doch habe ich etwas Besseres gefunden. John packt sein Geschenk aus und hält eine goldene Münze in der Hand mit einem B eingraviert. Was ist das? Ein Bitcoin, John. Wenn Sie damit richtig handeln, haben Sie bald mehr Geld, als Sie zählen können. Danke, glaube ich. Was ist das denn? Sie müssen mein Geschenk mit dem von Butler Basti vertauscht haben. Warum denn, mein Freund? Sir Mutes hält einen gekrümmten Besen in der Hand mit der Aufschrift Nimbus 2000. Das ist das neueste Modell. Menschen mit speziellen Fähigkeiten können mit diesem magischen Artefakt fliegen. Wie eine Hexe, sagen Sie. Ergibt Sinn. Sie müssen nur genügend üben. Damit haben Sie erstmal viel zu tun, Sir Mutes. Und müssen keine unschuldigen Menschenleben mehr gefährden. Sir Bridge. Ja, Butler Basti? Sir Bridge, ich bedanke mich vielmals für mein Geschenk. Butler Basti hält eine Sammlung an Noten für die Geige in der Hand. Aber warum haben Sie dieses Stück hier hervorgehoben? Carol of the Bells ist mein Lieblingsstück zur Weihnachtszeit. Würden Sie es für mich anstimmen? Mit Vergnügen, Sir. Einen Moment, Butler Basti. Ja, Butler Nicholas. Mein Lord schenkte mir ebenfalls Noten. Sie spielen auch die Geige? Nein, aber das Klavier. Wollen wir ein Duett anspielen? Mit Vergnügen. Butler Basti eilt und holt seine Geige aus dem Arbeitszimmer. Butler Nicholas setzt sich an den teuren, ungespielten Flügel von Sir Mutes und beide setzen an. Meine Damen und Herren, darf ich sagen, was für ein Abenteuer wir erlebt haben? Immerhin war es nicht langweilig, das muss ich Ihnen lassen. Aber hatten Sie keine Freude? Na immerhin, eine spannendere Weihnachtszeit hatte ich nie. Und, haben Sie nicht auch etwas gelernt? Dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt, meinen Sie? Dass man Sir Mutes nicht vertrauen sollte? Viel mehr, Madam Smite. Auf meiner langen Reise durch den Schnee, in meiner längeren Zeit auf dem kalten Boden der Zelle, ist mir eines klar geworden. Und was? Wir dachten, wir hätten es nicht geschafft, Weihnachten zu retten, doch mussten wir das nie. Es ist doch das Fest der Liebe und nicht das Fest der Geschenke. Nichts ist wertvoller als dieser kostbare Augenblick mit meinen Freunden, meiner Familie. Ist das nicht der wahre Sinn hinter Weihnachten? Wohl wahr, Sir. So soll es sein. Wahre Worte. Stimmt. Sie haben es verstanden, Sir Mutes. Frohe Weihnachten.